auf der Fahrt nach Alicante. In Spanien. Fährt einer links bei uns vorbei. Was macht er? Gibt uns ein Zeichen. Gibt uns ein Zeichen. Da ist irgendwas am Auto. Guck doch mal. Schau doch mal, was da ist. Genau, was machen wir natürlich? Wir bleiben stehen. Er fährt ein Stück zurück. Tja, dann guckt er, steigt er aus. Ja, er zeigt uns irgendwas, irgendwas am Hinterrad. Guck doch mal, ja, wir steigen aus. Alle beide steigen mal aus, dummerweise. Ja, ursprünglich stehen, sitzen bleiben, der Peter, dann hat er es doch geschafft, den Peter auch aussteigen zu lassen. Ich steige auf jeden Fall aus. Ich schaue mir das hinten rechts an. Ich stelle nichts fest. Ich stelle nichts fest. Und dann plötzlich, was sagt meine Dashcam? Ah, in dem Auto sind da noch zwei drin. Ja, was machen die denn jetzt gleich? Was machen denn die? Ah, der steigt aus. Schleicht dich zu meinem Auto. Mach die Tür auf. Nachdem wir beide abgelenkt sind und hinten links aufs Rad gucken, holt sich die beiden Rucksäcke raus. Ja, mit Kamera, mit Laptop, mit allem, was ich habe. Meinen berühmt-berüchtigten Rucksack. Oder sich der Saukerl. Und kaum ist er fertig, der andere Komplize macht die Tür auf, geht hinten rein. So, das hat der andere mitbekommen, der uns abgelenkt hat. Langsam wird er wahrscheinlich wieder kommen, hat er mitbekommen, alles geklappt, jawohl. Also, dann hat er uns doch nichts gezeigt, er hat nur die Ventilkappe runter gemacht, auf Vorsicht, Ventilkappe runter. Ich habe es natürlich wieder drauf gemacht und beim Draufmachen habe ich natürlich nach unten geguckt, beide haben wir nach unten geguckt, ja. Peter und ich. So, irgendwann sind wir natürlich soweit und fertig, ja. Er kommt dann wieder. Verabschiedet sich von uns, sorry, ja, kontrolliere selbst, ich fahre wieder weiter. Das macht er auch ganz entspannt, steigt ein, zack, ja, fährt nicht gleich los. Ja, wird nur alles schön kontrolliert, was so im Rucksack drin ist. Ja, da fährt er ganz entspannt los. So, fahren wir gleich raus, jawohl, und tschüss. Und plötzlich, ich steige auch wieder ins Auto ein. Und was? Schnell hinterher, hinterher. Ich habe es festgestellt, dass er was? Dass er meinen Rucksack geklaut hat. Scheiße. Wer hat meinen Rucksack geholt? Schnell, mach zu. Ja. Und hinterher. Rucksack geholt. Also es ging noch ziemlich heftig weiter. Ich habe die von der Fahrbahn abgedrängt, habe mich auf die Motorhaube geschmissen, habe die attackiert, insofern doch meinen Rucksack rauszugeben. Die waren auch so geschockt und hat meinen Rucksack tatsächlich zum Fenster rausgeschmissen. Nachdem die heftig nach hinten, also rückwärts auf der Autobahn gefahren sind am Standstreifen, bin ich von der Motorhaube ja, gesprungen, gerutscht. Konnte dann noch meinen Rucksack sichern und feststellen, dass Papiere, Kreditkarten, alles da war. Die hatten mein Bargeld geklaut, die hochwertige Kamera und ja, einen alten MacBook. Aber an sich war alles da. Ja, bin dann auch anschließend gleich nach Girona zur Polizei, nachdem natürlich zum Glück, wie ihr sehen könnt, meine Dashcam alles aufgenommen hat.
Also Glück mit Unglück, mir ist nichts passiert, ist alles okay, aber ich gebe euch den Tipp, bitte nie anhalten und wenn, dann erstmal kontrollieren, lasst euch was erzählen, okay, aber aussteigen nur mit geschlossener, danach mit geschlossener Autotür und ja, am besten ihr schickt sie weg und guckt euch das danach für euch selbst aus an. Auf keinen Fall aussteigen und wenn, dann bitte Fahrzeug schließen, lasst euch nicht verarschen, es gibt lauter solche Saukerle unterwegs und denen muss das Handwerk ja, wirklich gelegt werden und ja, Glück im Unglück, alles gut und euch wünsche ich trotzdem gute Reise. Auf der Fahrt nach Alicante in Spanien fährt einer links bei uns vorbei. Was macht er? Gibt uns ein Zeichen. Gibt uns ein Zeichen. Da ist irgendwas am Auto. Guck doch mal. Schau doch mal, was da ist. Genau, was machen wir natürlich? Wir bleiben stehen. Er fährt ein Stück zurück. Tja, guckt da, steigt er aus. Ja, er zeigt uns irgendwas, irgendwas am Hinterrad. Guckt doch mal, ja, wir steigen aus. Alle beide steigen mal aus, dummerweise. Ja, ursprünglich stehen, sitzen bleiben, der Peter. Dann hat er es doch geschafft, den Peter auch aussteigen zu lassen. Ich steige auf jeden Fall aus. Ich schaue mir das hinten rechts an.
ich stelle nichts fest. Und dann plötzlich, was sagt meine Dashcam? Ah, in dem Auto sind da noch zwei Brenner. Ja, was machen die denn jetzt gleich? Was machen denn die? Ah, der steigt aus, schleicht dich zu meinem Auto, macht die Tür auf, nachdem wir beide abgelenkt sind und hinten links aufs Rad gucken, holt sich die beiden Rucksäcke raus, ja, mit Kamera, mit Laptop, mit allem, was ich habe, meinen berühmt-berüchtigten Rucksack, oder sich der Saukerl. Und kaum ist er fertig, der andere Komplize macht die Tür auf, er geht hinten rein. So, das hat der andere mitbekommen, der uns abgelenkt hat. Langsam wird er wahrscheinlich wieder kommen, hat er mitbekommen, alles geklappt, jawohl. Also, dann hat er uns doch nichts gezeigt, er hat nur die Ventilkappe runter gemacht, auf Vorsicht, Ventilkappe runter. Ich habe es natürlich wieder drauf gemacht und beim Draufmachen habe ich natürlich nach unten geguckt, beide haben wir nach unten geguckt, ja. Peter und ich. So, irgendwann sind wir natürlich soweit und fertig, ja. Er kommt dann wieder, verabschiedet sich von uns. Sorry, ja, kontrolliere selbst. Ich fahre wieder weiter. Das macht er auch ganz entspannt, steigt ein. Zack, ja, fährt nicht gleich los. Ja, wird nur alles schön kontrolliert. Was so im Rucksack drin ist, ja, da fährt er ganz entspannt los. So, fahren wir gleich raus. Jawohl. Und tschüss. Und plötzlich, ich steige auch wieder ins Auto ein. Und was? Schnell hinterher, hinterher. Ich hab's festgestellt, dass er was? Dass er meinen Rucksack geklaut hat. Scheiße. Wer hat meinen Rucksack geholt? Schnell, mach zu. Ja. Und hinterher. Rucksack